Oktober erschienen und wir, also Marc und ich, haben uns den Film auch direkt angeschaut, ohne aber dabei vorher die Serie zu kennen, fanden ihn aber richtig toll, lustig, actionlastig und weil er so toll ist, will ich euch heute dazu die Limited Edition zeigen und wir schauen einfach mal rein. Und da bald Weihnachten ist, verlosen wir heute die Limited Edition und zwar als DVD und als Blu-ray. Mehr dazu aber am Ende des Videos oder vielleicht aber auch in der Mitte. Die Limited Edition kommt mit einem Schuber um die eigentliche Hülle. Das gefällt mir eigentlich sehr gut, obwohl diese Schuber, da sie aus Pappe sind, anfällig für Risse sein können. Die Front ist wieder mit einem typischen Anime-Artwork ausgestattet, aber leg dich bloß nicht mit uns allen an, wir machen dich fertig. Das aufgedruckte Limited Edition ist im Gegensatz zu den Mediabooks blau und mit Farbverlauf, was ich persönlich sehr schön finde. Der Anime ist ab 12 Jahren und der Sticker auf dem Schuber ist natürlich abziehbar. Auf der Rückseite haben wir wie immer die Zusammenfassung der Story. Nicht vergessen, die Story ist eine Auskopplung aus der Serie und zum ersten Mal in 16 zu 9 und mit Effekten aufgewertet. Die Extras sind klein, aber sehr cool. Wir haben zwei Fankarten und ein Panoramabild in der Hülle, sowie Trailer und Bildergalerie auf der Disc. Der Film ist natürlich in 16 zu 9, 1,78 zu 1 und auf der Blu-ray in Full HD. Es gibt den deutschen und japanischen 5.1 Ton. DTS auf der Blu-ray und Dolby Digital auf der DVD. Die Laufzeit beträgt ca. 96 Minuten und der Untertitel ist wie immer in Deutsch. Danach folgen Rechtetext, Logos und so weiter. So, raus aus dem Schuber mit der Hülle. Wie ihr seht, ist es das gleiche Artwork. Aber Achtung, denn es gibt kein Wendecover und kein Sticker bei der eigentlichen Hülle. Dafür gibt es innen ein Artwork, das durch die blaue Hülle scheint. Aber nun erstmal zum Panoramabild. Das ist echt mal was anderes. Hier noch die beiden Postkarten. Kommen wir nun zu unserem allseits beliebten Andere-Welten-Flyer. Eine aktualisierte Version aus dem Oktober mit Neuheiten und guten Klassikern aus dem KSM-Sortiment. Dann wäre da natürlich noch die Blu-ray-Scheibe und die schaut so aus. Der Blick zwingt einen ja schon förmlich zum Einlegen der Scheibe. Hier noch der versprochene Blick durch die Hülle aufs Artwork, hinter der Disc und den Beilagen. So, das war's auch schon. Eine kleine, aber feine Veröffentlichung von Gintama. Ich finde, das Release kann sich absolut sehen lassen, aber am Ende müsst ihr dann entscheiden, ob ihr den Film auch mögt. Uns hat er auf jeden Fall sehr gut gefallen, aber Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und hoffe, wir sehen uns bald wieder. Übrigens, den Link zum Produkt, den findet ihr wie immer unten in der Infobox. Ach so, noch zur Verlosung. Also, wenn ihr den Film Gintama The Movie haben wollt, dann schreibt mir einfach in die Kommis.